bist aber gut. Vorher kannst du nirgends noch aufklettern, aber hier ist das jetzt alles pipapo, ne? Irgendwelche Viecher hier schon. Irgendetwas ist hier seltsam. Warte! Artyom, warte. Bleib da oben. Weil da ist was Großes, Böses. Ich muss sehen. Toll. Super Sache. Komm zu dir und bitte hier. Merkt ganz schön, dass sie am Schluss einfach nur ja, Schwierigkeiten machen, nur für, ach, hier ist so schwer, das wäre zu einfach gewesen, wir machen das jetzt so, dann wird es halt schwerer. Sehr, sehr schade. Was haben wir denn da? Komisches Viech. So wie es dann wieder aussieht, dann kommt wieder der Große davon oder sowas wetten. Ja. Ach, da ist der Dicke. War der im Lungs mit dem Dicken? War der ein Problem? Ja, irgendwas Großes ist hier. Was ist mit ihm? Irgendwas Schönes Großes ist da hinten. Irgendwas Schönes Großes. Kann ich da links? Links? Ach, hier ist noch mehr. Schatzkammer. Oh ja, ich sehe schon, ich werde gleich wieder ziemlich oft sterben. Ja. Mach mal das Licht aus, falls da irgendwas ist, was uns töten möchte. Das ist sehr groß, weil es gerade stampft und da oben Boden bindet. Aber Artyom, ist ja egal, wir gehen da genau in die Richtung. Scheißegal. Scheißegal, meine ich ja. Scheißegal. Ach, wenn wir schon einen haben, dann sollen wir auch einen nehmen. Ich will hier nicht denken. Die haben alle Angst vor irgendwas, was ziemlich groß ist, wie es so aussieht, oder? Ja. Ah, toll. Wie Honigtropfen. Ach komm.
Ach komm. Alter, wollt ihr mich verarschen schon wieder? Wir machen es extra schwer, oder nicht? Wo ist mein Kleiner? Gerne Medigates. Ganz gut. Keine Medigates. Wird ein kurzer Kampf. Du arme Sau, ey. Oh, welches? Warum kann ich denn helfen, mein welches? Oh, da ist Mama Bär. Mama Bär hat so viel an radioaktiven Sachen rumgeschnüffelt, so wie es aussieht, ne? Ja, so eine schöne offene Fläche. Gut zum Sterben. Wir kommen wieder hoch. War ja klar. Wir müssen hier runter. Wir müssen sterben. Wo ist der Mami? Sie beschützt ihre Kinder. Pass auf! Alter. Alter. Alter, wo bist du? Was machst du da, Artyom? Artyom? Artyom, was war das? Artyom ist nicht ganz dicht. Habt ihr das gesehen? Artyom ist bescheuert. Glückwunsch, Artyom. Du hast es wieder selber hingekriegt. Oh Mann, ey. Ja. So, Artyom, kannst du jetzt aufstehen? Boah! Artyom, Alter. Ihr wollt mich alle verarschen, oder? Helfen die mir. Sie beschützt ihren Rücken. Ist dort verletzlich. Ja, super. Ja, immer besser.
Alter, Artyom. Lauf, Artyom. Luft hinterher. Mami. Luft hinterher. Jetzt gibst du mir Medikit? Ich bin kurz vorm Sterben hier. Gar nichts mehr, ist alles so dunkel. Weil ich kurz vorm Verrecken bin. Ja. Gott sei Dank bist du noch und am Leben. Du hast einen Freund mitgebracht. Moment, ist das? Artyom, dieses Kind sollte nicht ohne Gasmaske hier draußen herumlaufen. Was zum Teufel war das? Oh, so ist es. So ist es. Ein Kind von der Oberfläche. Ein Schwarzer. Nein. Nein, nicht erschießen, Miller! Dann bringen Sie ihn weg von mir! Keine Maske. Ich hätte es wissen sollen. Der ist grün, aber der da ist gelb. Sag ihm, dass ich keine Gefahr bin. Er scheint sich schnell anzupassen. Ja, das wird ihn am Leben halten. Kann ich mit ihm reden, Artyom? Oberst Miller, legen Sie Ihre Furcht ab. Dieses Kind ist die Zukunft. Sie brauchen nur seine Hand zu nehmen. Meine Hände sind schon voll. Ich bezweifle, dass dieses Wesen uns helfen kann. Aber Sie beide können ohne mich weitermachen, bevor ich zu einer besseren Einsicht gelange und die Erde von ihm befreie. Kann dieser... Ich kann seine Gedanken verstehen. Und ich kann deine hören, Artyom. Kannst du die Gedanken von jedem hören, indem du ihn einfach nur berührst? Bei Artyom ist es anders. Wir können auch aus der Ferne miteinander reden. Er wurde vor langer Zeit adoptiert. Siehst du, Artyom? Die Schwarzen haben dich verändert, damit sie uns verstehen können. Was ist hinter dieser Tür? Hast du gehört? Sie rufen dich. Ich kann es hören. Öffne sie. Das sieht aus wie eine der versiegelten Türen in D6. Ja, an der Messe. Hat auch ein starkes Schloss. Wir müssen sie aufbrechen. Was ist da? Mein Volk. Die sind drinnen. Und schlafen. Unglaublich. Sieh dir das an. Sie machen einen Winterschlaf. Er ist nicht alleine. Ich muss sie wecken. Es wird Zeit, dass sie leben. Wir gehen jetzt alle dahin.
Wir werden die Tür öffnen, wenn wir können. Da ist Tod. In der Nähe. Überall. Aber ich muss sie wecken. Oder für immer alleine bleiben. Jetzt hör zu. Hilf uns. Dann helfen wir dir. Das werde ich. Was muss getan werden? Ich muss sie wecken. Wir müssen improvisieren. Hey, wacht auf, ihr Bastard! Oberst, können Sie das Tor an der Stelle, wo die Gartenlinie bei D6 endet, öffnen? Haben Sie den Code? Ich habe alle Codes für D6, aber ich kann nichts versprechen. Müssen Sie aber. Er wird uns in der Polis helfen, wenn Sie es tun. Dann nehmen Sie ihn mit und erklären Sie mir alles unterwegs. Wenn ich überzeugt bin, dass er uns helfen wird, öffne ich Ihre Tür. Mir nach! Mann, ist eine lange Folge, wollte ich gerade sagen. Er ist nicht alleine. Er ist nicht der Letzte. Ich verstehe seine Begeisterung und seinen Wunsch, sich sofort mit den anderen zu treffen, um sie zu befreien und zu wecken. Aber er hat sich einverstanden erklärt, noch etwas zu warten. Zuerst wird er versuchen, uns zu helfen. Wenn wir es zur Konferenz schaffen, wird der Schwarze in der Lage sein, Muskels Gedanken für uns offenzulegen. Oder sogar Korbuts Gedanken. Vielleicht kann dieser Wahnsinn aufgehalten werden. Das ist unsere letzte Chance. Jo, und dann bis zur nächsten Folge. Und dann gucken wir mal weiter.